Was fällt Ihnen denn ein, kurz nach so einem Spiel? Ja, ungünstiger Zeitpunkt für ein Interview. Es tut halt extrem weh, müssen wir nicht drüber reden. Das ist sehr, sehr blöd gelaufen für uns. Wir haben alles investiert über 90 Minuten. Ich glaube, dass wir auch insgesamt die bessere Mannschaft waren. Wir haben fast nichts anbrennen lassen. Ja, aber so ist halt Fußball, dann bist du halt nicht der Glückliche am Ende und dann stehst du da. Wie sehr ärgert Sie das, dass die Fans hier so aufgebracht sind und so sauer, weil Sie ja eigentlich ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft gesehen haben? Na, ich glaube, das ist einfach die Gesamtsituation. Wir sind natürlich abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Dann hast du einfach den Anspruch, relativ zügig wieder hochzukommen. Und wenn du dann nach 7 Pflichtspielen ohne Sieg da stehst, das tut halt weh. Deswegen kann ich da auch jeden Einzelnen verstehen. Nichtsdestotrotz war es über 90 Minuten eine Menge Support, also richtig, richtig gut. Und auch nach dem Spiel, die Jungs waren natürlich aufgebracht da an der Kurve und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben viel auch mit den Normalen reden können. Natürlich möchte man sich erstmal ein bisschen anschreien, alles kein Problem. Wir sind beim Fußball, wir schreien auf dem Platz, wir schreien danach, alles kein Problem. Ja, und der größte Fehler von Aue heute, von der Heimmannschaft, einfach nicht früher in Führung gegangen zu sein, oder? Man war ja deutlich näher dran über einen Großteil der Zeit als die Dresdner. Ja, feststeht, dass ein Spiel natürlich ganz anders aussieht, wenn du 1-0 in Führung gehst zu Hause. Das ist auch vollkommen normal, aber wenn du dann halt einmal pennst und dann direkt wieder für bestraft wirst, das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Aber das ist im Moment halt so auf unserer Seite und wir können halt nur Woche für Woche alles investieren, damit das nicht der Fall ist. Wir haben gerade schon gesagt, ungünstiger Zeitpunkt fürs Interview ist nun mal so. Mein Job ist es zumindest so. Können Sie jetzt schon so kurz nach dem Spiel so ein bisschen wenigstens sehen, was man mitnehmen kann? Ja, die Leistung gibt auf jeden Fall Mut. Da war schon vieles dabei, gerade mit Einsatz, Kampf, Laufbereitschaft. Da war alles dabei eigentlich. Wir hatten gute Passagen mit dem Ball, aber auch gegen den Ball haben wir richtig gut gearbeitet. Wir müssen halt schauen, dass die Dinger halt vorne einfach mal reinfliegen. Wenn wir 1-0 in Führung gehen, habe ich eben schon gesagt, dann sieht so ein Spiel auch mal ganz anders aus.